Hallo, ich darf dich zu diesem Basic-Video zum Flächeninhalt des Parallelogramms begrüßen. Aus dem Intro-Video solltest du bereits wissen, wie die Formel für den Flächeninhalt eines Parallelogramms lautet und wie bzw. ob sich der Flächeninhalt verändert, wenn man ein Parallelogramm dreht, verschiebt oder wendet. Kannst du diese beiden Fragen schon beantworten? Super, dann können wir uns gleich ein Beispiel ansehen. Entlang der Mathematikengasse sollen die vier schräg errichteten Parkplätze neu asphaltiert werden. Um dafür ausreichend Material zur Verfügung zu haben, möchte man gerne im Vorfeld wissen, wie groß die zu asphaltierende Fläche ist. Im Zuge der ersten Besichtigung wurde dieser Plan mit den abgemessenen Längen erstellt. Versuche nun, zuerst selbst den Flächeninhalt dieser vier Parkplätze zu berechnen. Halte bitte dazu das Video an. Schauen wir uns das Beispiel nun gemeinsam an. Gesucht ist der Flächeninhalt der vier Parkplätze, also der Flächeninhalt des hier gelb eingefärbten Parallelogramms. Um mich besser orientieren zu können, drehe ich das Parallelogramm. Der Flächeninhalt ändert sich dadurch nicht. Für den Flächeninhalt eines Parallelogramms gilt die Formel groß A ist gleich A mal HA. Die Höhe HA, welche im rechten Winkel auf die zugehörige Seite steht, kennen wir bereits. Die Länge A müssen wir uns noch berechnen. Diese erhalte ich, indem ich 2,7 mit 4 multipliziere. Das ergibt 10,8. Setzen wir nun in die Formel ein. Groß A ist gleich 10,8 mal 4,2 für die Höhe. Das ergibt 45,36. Der Flächeninhalt der vier Parkplätze beträgt also 45,36 Quadratmeter. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, wie man den Flächeninhalt der vier Parkplätze berechnen kann. Dazu berechnen wir zuerst den Flächeninhalt eines Parkplatzes. Wir setzen wieder in die Formel Länge mal zugehöriger Höhe ein. Hier multiplizieren wir also 2,7 mit 4,2. Das ergibt 11,34. Der Flächeninhalt eines Parkplatzes beträgt also 11,34 Quadratmeter. Gesucht ist der Flächeninhalt aller vier Parkplätze. Daher multiplizieren wir den Flächeninhalt eines Parkplatzes mit 4. Das ergibt 45,36. Wie wir auch schon vorhin berechnet haben, beträgt der Flächeninhalt aller vier Parkplätze also 45,36 Quadratmeter. Super, Beispiel gelöst! Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal!